Hallo mein lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Willst du die Klimaanlage ausstellen? Apropos, du solltest nicht so lange am offenen Fenster stehen. Ein Vogel könnte sich in deiner Hohlbirne einnisten. Oh, du! Mach's gut! Sie hat schon leise Sprüche drauf. Noch warten? Bis ich dich es gibt nur zwei und einer, aber glaub, so oder so. Wieso? Willst du den Telefonjoker nehmen? Du könntest jemanden anrufen, der nicht so eine Memme ist wie du. Ein 5-jähriges Mädchen zum Beispiel. Oh, du! Mach's gut! Wie lange? Bis und aber glaub, so haben wir noch was? Wieso? Nee. Vergiss es. Ich will's gar nicht wissen. Ich komme ihm lieber nicht zu nah. Nehmen. Ich komme ihm lieber... Schade. Sieh dir diesen Stiesel an, Harvey. Für dich immer noch Junior von Stiesel. Nö. Hey, lass das. Du findest das wohl lustig. Ja. Yep. 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 Was hältst du von einem Duell? Na klar, Süße. Komm einfach rüber zu mir ins Fenster. Vergiss es. Gibst du mir ein Autogramm? Na klar, Süße. Komm einfach rüber zu mir ins Fenster. Vergiss es. Dein Autogramm interessiert sowieso nur die Typen vom Sozialamt. Boah. Mann, ich will... Trottel, der... Oh, sieh nur, hier ist ein Foto von dir, Stiesel. Was? Na, warte. Willst du vielleicht etwas lesen? Gute Idee, Schätzchen. Ich stehe total auf Captain... austauschbar. Komm einfach rüber und gib mir das Heft, yep? Ich trau dir nicht. Ich behalte das Comic-Heft lieber. Ne, 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 ne. So, vielleicht war das eben Bug. Und das hat das getriggert, weil ich halt aus Versehen reingelaufen war zu ihm. Beziehungsweise halt durch den, ne? Ihr wisst, was ich meine. Dadurch, dass ich kurz da drin war, in dem Raum. Und das hat dann getriggert, dass er da gar nicht drin steht. Und deswegen konnte ich das halt nicht wirklich machen. So, was, wenn ich jetzt hier stehen bleibe? Und warte. Einfach warte. Wie kommt er da raus zur Hölle? Ich doch noch. Wie kommst du nur dazu? Wie was? Jetzt mal for real. Okay, ich aber. Okay, so langsam, ne? So langsam bin ich echt ein wenig am Verzweifeln. Aber ich krieg das hin. Ich hab's schon geschafft, dass ich das so weit schaffe, ihn da reinzubringen. Moment, vielleicht muss ich mich von hinten an ihm anschleichen. Ich gehe da gleich einfach mal rein, wenn er da drin gimmt. Einfach von der anderen Seite wieder reingehen. Vielleicht bringt das ja was, ich weiß es nicht. Möglicherweise. Hey. Einfach mal versuchen. Einfach mal versuchen. Was? Nein, ich warte nicht. So, schnell rausrennen. Zack. Und warten. Was soll da kommen? Komm doch. Ja. Nicht. Feigling. Ja, Feigling. Nee, 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 nee. So. Gehe zuvor. Okay. So. Hier. Ins Büro. Raus. Und jetzt nochmal. Jetzt einfach mal reingehen. Ist dieser Stiesel drin? Ich komme ihm lieber nicht zu nah. Okay.
Wie lange willst du da? Bis ich dich endlich es gibt nur zwei und einer, aber glaub, so oder so. Wieso? Ja, okay, okay, ich hab ihn jetzt da eingesperrt. Aber muss ich jetzt vielleicht noch irgendwas mit der Säule machen oder so? Ich meine, ich habe ja alles mitgenommen, was ich mitnehmen konnte. Bisher. Kann ich? Nee. Schublade kriege ich ja auch nicht auf. Habe ja auch schon mitbekommen. Benutze Pflanze? Das macht jemand anderes weg. Ja. Säule. Nehmen. Harvey. Was hältst du von dieser Säule? Kitschig. Hatten wir schon. Ich habe den Schleck. Er gehört mir was an. Diese Säule verschandle ich nicht. Sie soll als Symbol des Schreckens misslungener in... Ja. Du verschandelst sie nicht, weil sie... Psst. Ja, aber die steht ja jetzt hier. Die Säule blockiert die Tür. Aber von innen würde man sie noch aufbekommen. Oh. Ja. Das macht Sinn. Nicht so schnell. Hier, Moment. Yep. Ja, was bringt mir das dann? Warte mal. Aber... Was bringt mir das dann, diese Säule bewegen zu können? Hä? Okay, ich versuch nochmal was anderes. So, wenn ich jetzt diese Säule... Zack... So. Ich krieg die Tür ja von innen noch auf. Wenn ich jetzt die Säule... Ach, keine Ahnung, ey. Was soll ich denn machen? Hier reingehen? Ja, wieso kann ich da denn jetzt nicht rein? Weil ich die Säule blockiert hab? Really? Aber ich dachte, von innen kann man die Tür noch aufkriegen. Jetzt bin ich verwirrt, also... Echt mal? Hä? Und ich bin ja auch nicht schnell genug, um da in den Schacht reinzukommen, wenn ich... Oder? Ich versuch's nochmal. Hey! Oh, oh, ich ver... Bleib stehen! Nö. Warte, gefällt! Schnell in den Schacht. Doch, es geht doch, okay. Kommt er jetzt eigentlich her? Nee, tut er nicht. Nee. Aber hier rein kann ich ja jetzt auch nicht. Doch, hä? Was soll das? Hä? Komm sofort. Komm doch. Ja. Nicht doch. Feigling. Ja, aber irgendwann. Und dann. Hä? Wie bist du. Hä? Wie. Ich glaube, ich habe gerade übersteuert. Es tut mir leid. Hä? For real? What? 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 Dann muss ich vielleicht irgendwas an der Tür machen? What? Jetzt kommt er trotzdem wieder an. Ich bin... Wie bist du? Läppel. Okay, ich war... Aber ein... Okay, Leute. So langsam... wird mir das ein bisschen zu doof. Habe ich nicht alles richtig gemacht? Ich guck mir die Säule gleich nochmal an. Was habe ich ja auch schon tausendmal gefühlt. Kann ich vielleicht irgendwas mit der Tür machen oder so? Oder hat das Licht irgendwas damit zu tun? Na gut. Ja.
Wow. Mit der Tür vielleicht irgendwie. Nee, ich kann mit der Tür nichts machen. Wenn ich das Licht hier drin anlasse. Gute Idee. Ja. Oh nein. So. So. Na gut. Die Säule blockiert die Tür, aber von innen würde man sie noch auf... Ich bin verwirrt, Leute. Ich bin komplett verwirrt. Hey! Oh oh, ich verdurf... Hat das Licht vielleicht wirklich irgendwas damit zu tun oder so? Ich hab doch... Was soll das? Wie kommst du? Und wie bist du? Marsch! Willst du? Läppisch. Oh, musst du schon? Yep. Muss ihm irgendwie diesen Schläger... Okay, Houdini. Weiß ich nicht. Ich weiß zwar nicht, wie du... Aber... Warte mal. Ah, ich versuche jetzt noch eine Sache. Ansonsten... beende ich erstmal die Aufnahme. Ich bin komplett verwirrt. So, also ich mach's jetzt nochmal so, dass ich nochmal halt ihn rauslocke, also hier hinlocke. Und dass ich dann vielleicht durch die Tür mit ihm rede oder so, ich weiß es nicht. Erstmal wieder hinsetzen. Warte! So. Raus. Und trinken erstmal. Nebenbei. Was soll das? Komm so, jetzt ist er da, genau. Ja, aber irgendwann. Ah, lecker Wasser. Ja, vielleicht frage ich, vielleicht kann Harvey mir ja helfen, wenn ich Harvey irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Jetzt die Tür, genau. Da ist diese... Ich komme ihm lieber nicht... Ja, okay. Holoschläger mit Tür geht auch nicht. Kugelschreiber mit Tür geht auch nicht. Lexikon mit Tür geht auch nicht. Comic-Heft mit Tür geht auch nicht. HW, also... ich meine, Fußnagel mit Tür geht auch nicht. HW mit Tür geht auch nicht. HW mit Säule nochmal. Was hältst du, Kitschig? Ja, kitschig. Okay. Benutzen. So. Jetzt vielleicht irgendwie... Diese Säule ver... Sie soll... Du ver... Jetzt lässt sich die Klinke nicht mehr runterdrücken. Was zum... Hey! Was soll das? Ich bin hier noch drin! Hallo! Holger! Dr. Marcel! Irgendwer! Ah, jetzt habe ich das Achievement. Alles klar, okay. Oh, als ob dieses Buch da untergelegt werden musste. Nein, jetzt habe ich das Buch nicht mehr. Ich brauche das Lexikon. Muss ich die ganzen Worterklärungen bekommen, oder nicht? Mann. So, ich habe hier aber... Okay, Stuhl, Tür. Ansehen, Stuhl. Ein stuhliger Stuhl. Stuhlvolles wow. Beispiel der Stuhlhaftigkeit. Wow. Reden mit Stuhl. Na, mein vierbeiniger Freund? What? Nebelstuhl. Da, wo ich hin will, gibt es bestimmt viel tollere Stühle. Keine Zeit zum Ausruhen. Doch. Was hältst du davon, Harvey? Ich glaube, es ist ein Pferd. Glaubst du? In der Kommandozeile stand Stuhl. Zähl die Beine. Es muss ein Pferd sein. Okay. Polo spielt man zwar im Sitzen, aber ich glaube, ich weiß trotzdem nicht, was du damit bezweckst. Ich will ein Stuhlbein haben. Natürlich kritzelt sie drauf.
In diesem Bild versucht sich der Captain an die Nummer seines Schreiners zu erinnern. Ui, ob er das noch schafft, sehen wir in der nächsten Episode. Der ist nicht geschraubt, sondern nur lose ineinander gesteckt. Okay, ansehen. Tür. Das ist offensichtlich die Tür zu meiner Zelle. Ich hatte mir diese Seite anders vorgestellt. Vor allem eine einzige Zelle auf dieser ganzen Etage. Was sagst du nun, Tür? Ich bin draußen. Ha, sie schmollt. Eine Tür kann man zwar immer gebrauchen, aber diese hier kann ich einfach nicht ausstehen. Stell euch das mal vor, einfach so eine Tür in der Hosentasche oder so. Auch von dieser Seite? Verschlossen. Das wäre eine Idee. Sieh mal, Harvey, noch eine Tür. Ich hasse sie alle. Nimm dies, wie... In diesem Bild rennt Captain Unbrauchbar offene Türen ein. Ui, oh, das ist ein Talent. Diese Tür hat keine offenliegenden Schrauben und muss auch sonst nicht gefußnagelt werden. Okay. So, wir haben jetzt noch Treppe. Mehr können wir uns nicht angucken hier, ne? Okay. Würde ich sagen, runter. Ja, wenn man alles selbst zeichnet und kein Budget zur Verfügung hat, dann kann man auch eine Reihe von Räumen zeichnen, die überhaupt keinen spielerischen Wert haben. Außer, dass sie halt ein paar mehr Ausgänge zur Verfügung stellen. So ein Raum ist dieser hier. Ich mag ihn. Er ist schlicht und dennoch nice. Da sitzt ein Wächter in dem Raum. Er starrt auf eine Wand voller Überwachungsmonitore. Da drin sitzt ein Wächter. Wenn ich laut genug rufe, kann er mich vielleicht hören. Auf der anderen Seite, genau das will ich ja vermeiden. Nehmen wir die Bude auseinander. Yippie! Schade. Das Fenster ist fest mit dem dahinterliegenden Raum verbunden. Da ist ein Wächter in dem Raum. Ich mache ihn lieber nicht auf mich aufmerksam. Ach doch. Guck mal, Harvey, da sitzt einer. Oh nein, und wir haben keine Erdnüsse dabei. Mist. Ja, ich wollte gerade sagen, ob das so eine gute Idee war? Mist, der Stift hält nicht auf dem Glas. Aber auf Eisentüren, alles klar, okay. In diesem Bild guckt Captain Unbrauchbar Nachbarn beim Einparken zu. Was? Okay. Wie ein rostiger Nagel auf der Tafel. Guck genauer hin, Edna. Der Nagel ist rostig. What? Okay. Oh, oh. Da sitzt ja einer. Bist du das, Neuer? Schon mal was von Thor, Gott des Donners, gehört? Na gut, Thor. Da kannst du ja auch einen blitzartigen Abgang machen, nicht wahr? Witzig. Oh, in diesem Raum ist sehr viel zu erzählen. Also erstmal ist hier das ganz prominent an der Monitorwand. Das wohl absurdeste und am meisten kritisierteste Rätsel, was es in Edna Bricht ausgibt. Findet es selbst raus und bitte hasst mich nicht dafür. Und zweitens ist hier natürlich ganz prominent im Bild der Wächter namens Blase, mit dem es einen aus meiner Sicht gelungensten Dialoge gibt. Ich fand einfach die Idee toll, dass man versuchen muss, an den Generalschlüssel zu kommen, der ihm da am Gürtel baumelt, indem man halt versucht, ihn zu überreden, dass er doch eigentlich aufs Klo müsste, weil er halt den ganzen Wasserboiler leer getrunken hat. Ich habe da selbst halt eine Art sadistischen Spaß bei entwickelt, halt einfach ihn irgendwie immer weiter mit diesen Dialogoptionen zu quälen, wo man ihn halt irgendwie auf Wasser ansprechen kann. Und halt irgendwie, dass alle Gesprächsoptionen darauf hinauslaufen, dass ein Bild vom, ich weiß gar nicht, wie oft ich auf Toilette gegangen bin, als ich diesen Dialog geschrieben habe. Auch bemerkenswert ist vielleicht das Gespräch mit dem Mülleimer hier. Es war so eine dieser Situationen, wo ich halt irgendwie um 3 Uhr oder 4 Uhr nachts, während ich die Texte geschrieben habe, also schon längst mit dem Zeichnen fertig war, mir halt irgendwie eingefallen ist, ja so, was schreibst du denn da jetzt? Jetzt redet sie auch noch mit dem Mülleimer.
Und dann ist mir eingefallen, ja, könnte doch halt irgendwie so ein Oscar aus der Mülltonne in diesem siffigen Wasserbecher gewuselt halt irgendwie wohnen und einfach zurücksprechen. Das wäre halt sehr überraschend. Dann tatsächlich habe ich diesen Gedankengang nicht so gedacht, sondern tatsächlich habe ich plötzlich angefangen zu kichern. Ich habe irgendwie 5 Minuten gekichert und dann war ich mir ziemlich sicher, ich muss das machen, auch wenn es totaler Wahnsinn war, halt dann plötzlich wieder anzufangen zu zeichnen und halt irgendwie diesen Oscar, wie er halt irgendwie aus der Mülltonne kurz rauskommt und dann noch eine Talk-Animation, das Ganze einzubauen, während ich halt eigentlich schon längst an den Dialogen geschrieben habe, also an den Objekttexten. Aber einfach, weil ich selbst halt so gekichert habe, habe ich gedacht, das musst du machen, das kannst du jetzt nicht weglassen. Dann habe ich das noch gemacht, dann war ich halt noch 1 Stunde länger auf oder 2 oder ich weiß es nicht mehr. Alles klar, Leute, aber bevor wir weitermachen, wir wissen, okay, wir müssen ihn zum Pinkeln bringen, alles klar. Schon mal interessant, aber das Rätsel soll mega schwer sein. Nett. Bevor wir weitermachen, werde ich jetzt erstmal diese Aufnahmesession beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.